Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, heute sind wir hier am Heilbronner Schwabenhof und wir dürfen zum ersten Mal die neuen Studioräumlichkeiten von SWR Heilbronn Franken anschauen. Ab nächsten Mittwoch wird dann hier sozusagen live produziert und rund 3 Jahre lang war die Bauzeit für dieses neue Studio. Und das war natürlich dringend notwendig, wenn wir uns mal ein paar Archivaufnahmen anschauen, wo die Kolleginnen und Kollegen bislang tätig waren, nämlich an der Heilbronner Allee im Shopping-Hochhaus. Und das ist natürlich in die Jahre gekommen. Da hätte man für die Modernisierung etliches in die Hand nehmen müssen. Denn heute sind natürlich auch die Voraussetzungen der Produktion sowohl für Radio, für Online als auch für TV völlig andere. Und dem wird man jetzt hier mit den vielen multimedialen Arbeitsplätzen und auch mit den Studios gerecht. Das ist jetzt eines dieser Studios, für dem man Beiträge produzieren kann für die Radiosendungen, wo Interviews geführt werden können. Ja, und was alles hier auf 900 Quadratmetern entstanden ist, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, das Markenzeichen sind helle, lichtdurchflutete Räume hier in diesem neuen Studiotrakt. Und da hat man auch Großraumbüros geschaffen, wo man natürlich noch viel enger und intensiver miteinander zusammenarbeiten kann. Aber Herzstück sind natürlich die verschiedenen Produktionseinheiten. Hier sind wir jetzt in einer, in der beispielsweise ein Beitrag für die Landesschau produziert wird und der dann dementsprechend auch im Fernsehen zu sehen sein wird. Also was die Produktion angeht, was die Technik angeht, ist hier mit das Modernste entstanden, was es derzeit in der ARD gibt. Und natürlich multimedial, weil die Kollegen natürlich alle Kanäle bedienen. Aber vor allen Dingen geht es auch um Nachrichten aus der Region. Und wie die dann künftig produziert werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das Sendegebiet erstreckt sich über die komplette Region Heilbronn-Franken und ist immerhin doppelt so groß wie das Saarland und hat 1 Million Einwohner in all den Landkreisen. Und es macht das SWR-Studio Heilbronn also künftig von hier aus. Und da sind 40 Mitarbeiter insgesamt auf 29,5 Stellen, die sich hier um die Nachrichten und um die Beiträge kümmern. Und natürlich im Mittelpunkt stehen die Beiträge aus der Region und die kommen ja stündlich ab 6.30 Uhr werden die Nachrichten aus der Region eingesteuert und das jetzt alles mit einem komplett neuen Computersystem und die Kollegen, die müssen das komplett auch immer selbstständig fahren, das heißt also entsprechend die Beiträge hochladen oder eben dann auch weiterschalten und die Nachrichten dann von hier aus vorlesen. Also da ist einiges, was dahinter steckt. Wenn dann umgezogen wird am Montag, Dienstag, das sind die einzigen Tage, wo man keine Regionalnachrichten aus Heilbronn hört, die kommen dann aus Stuttgart und dann ab Mittwochmorgen pünktlich um 6.30 Uhr soll es dann von hier, von diesem Arbeitsplatz losgehen. Ja, und jetzt kommen wir hier in den LivePoint und das ist natürlich auch ein hochmodernes Studio und da sieht man schon im Hintergrund, was hier alles möglich ist. Das wird vor allen Dingen natürlich auch genutzt, wenn Gäste live zugeschaltet werden, beispielsweise der baden-württembergische Vizeministerpräsident Thomas Strobel aus Heilbronn, wenn der mal zu den Nachrichten, zu den Tagesthemen oder zur Landesschau zugeschaltet werden muss, immer mit dem richtigen Hintergrund und dann kann man den dementsprechend dann in die Sendung mit integrieren und das möglich für alle Sendungen im ARD-Bereich, die dann unterstützt werden können, mit Gästen, mit Beiträgen hier aus dem Studio Heilbronn. Ja, die Technik, die ist natürlich auch entscheidend für alle energetischen Vorgaben und die hat man übererfüllt hier mittlerweile mit mehr als 50% unter den gesetzlichen Vorgaben mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Betriebsstrom über Photovoltaik aus der Dach. Also da hat man großen Wert darauf gelegt, aber Herzstück von allem ist natürlich der Journalismus aus der Region und dafür hat man nun hier in diesem neuen Studio mit Sicherheit die besten Voraussetzungen. Ja, außergewöhnlich ist auch diese Dachterrasse und von der aus kann man dann auch künftig Live-Schaltungen machen mit einem Heilbronn-Panorama im Hintergrund, das eben nicht vom Monitor kommt, sondern eben live. Also da sieht man, da kann man die regionalen Nachrichten dementsprechend auch verbreiten und regionale Nachrichten gab es ja dieser Tage auch, was die Berufsschulen angeht. Und da ist man schon überrascht, bei allem Bürokratismus, den wir haben, dass man nicht mal in der Lage ist zu sagen, wie viele Schüler
die Berufsschule abbrechen. Das sind mehr als ein Drittel. Das sind alarmierende Zahlen, die wir aus dem Hohenlohe-Kreis erhalten haben. Und das ist natürlich bedenklich, gerade auch bei den Ausgaben, die man für die Berufsschulen und für die Neubauten aus Steuermitteln umsetzen muss. Und was die Ausgaben angeht, dann müssen natürlich alle Kreise sparen, extrem sparen. Das ist nicht nur der Hohenlohe-Kreis, ist auch hier der Landkreis Heilbronn. Und da muss natürlich alles auf den Prüfstand, denn auch die Kommunen, die Städte, die jammern, weil die Ausgabenlast zu hoch ist und man überhaupt nicht mehr richtig investieren kann. Und alles klar, egal wer künftig regieren wird in Berlin, da muss natürlich ganz stark danach geschaut werden, dass man von diesen hohen Ausgaben herunterkommt, damit die Kommunen wieder Luft zum Atmen haben. Ja, und man ärgert sich eben dann auch vor Ort, dass oft vieles bürokratisch ist und die Bürokratie nicht abgebaut wird. Auf der anderen Seite gibt es Dinge wie jetzt die neuen Grundsteuerbescheide, wo die Menschen immer noch nicht wissen, wie viel mehr sie bezahlen müssen. Und zum Teil ist das System ja unglaublich unfair. Wir haben viele Beispiele aus unserer Region in jüngster Vergangenheit vorgestellt. Und das ist umso ärgerlicher, wenn man sieht, dass andere gar nicht geprüft werden. Und da gibt es ja wirklich Barbershops oder kleine Läden, wo man durchaus mal den Zoll vorbeischicken dürfte, wenn eben dort nur eine Handkasse in der Schublade benutzt wird. Also auch hier ist ein Ungleichgewicht, das es dringend zu beseitigen gilt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.